Sind denn schon alle da? Sind die schon alle da? So deine Nacht. Sind die schon alle da? Ja! Komm rein! Sogar mir! Sogar mir, ja! So hat es heute in vielen Städten ausgegangen. Ja. Wir waren nicht die Einzigen, aber wir waren nicht die meisten und das ist großartig. Und wir dürfen jetzt vor allem nicht aufgeben. Was sie jetzt versuchen werden, und das werden sie versuchen. Sie werden sich hinsetzen und sie werden ein Gutachten ins Leben rufen und sie werden irgendwelche Anwaltskanzleien beauftragen, zu schreiben, dass alles gar nicht so schlimm ist. Es wird sich Monate hinziehen, wenn wir sie jetzt sofort zu Fall bringen. Und deswegen müssen wir unnachgiebig sein. Nicht nur bei Akta, nicht nur bei iPrad, sondern auch bei Index und bei all diesen kleinen schönen Beträgen, wenigstens lesen zu lassen, was ein bisschen unmöglich ist, wenn ich jetzt meine Meinung nicht regieren will. Danke. Abgesehen davon, es war heute euer Tag, das hat nur wegen euch geklappt. Wenn hier 2500 Menschen durch die Straßen gezogen sind, dann war das, weil wirklich 2500 Menschen durch die Straße gezogen sind. Nicht, weil irgendjemand eingeladen hat, sondern weil die das alles scheiße finden. Und ich möchte euch nicht weiter volllabern. Ihr könnt euch ja alle hinterher informieren, wenn ihr was wissen wollt. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, aber bitte macht es nicht, weil sonst bin ich jetzt noch in Ida gespammt. Abgesehen davon, die Versammlung ist jetzt offiziell beendet. Das heißt, ihr könnt jetzt alle wieder eure Wege gehen, feiern, Spaß haben und verdammt nochmal die Regierung wissen lassen, dass wir uns sowas nicht mit uns machen lassen. Also einen schönen Tag und danke an euch alle. Es hat mich jemand darauf gebeten, hinzuweisen, nicht mich anzuschreiben, sondern das Parlament. Wir haben natürlich Europaparlamentarier, die haben Postadressen, die haben E-Mail-Adressen und die sind alle darauf eingestellt, dass die Leute, die sie gewählt haben, mit ihnen reden. Und ja, wir haben eine Petition übrigens. Ihr wisst sicher alle, es gibt seit... Dankeschön. Es gibt seit gestern eine Petition gegen ACTA, sodass die Bundesregierung die Ratifizierung aussetzt. Nehmt die Chance wahr, mit ein paar Klicks im Internet und für die Leute von euch, die keinen Computer haben, wir haben das Ganze auf totem Baum hier, da könnt ihr dann unterschreiben und wir schicken das dann hin, mit Briefmarke und allem. Nutzt die Chance, lasst mir denen zeigen, das sind nicht nur ein paar Spinnen, das sind wir alle, wir wollen das nicht. Ja, das liegt hier vorne, der Sören hat gerade damit gewunken. Gut, hat noch irgendjemand was, wo er mich korrigieren möchte und was er gerne sagen würde? Okay. Und der Versammlungsleiter hat gebeten, dass die Ordner mal zu ihm kommen. Also, dann vielen Dank, dann will ich euch nicht weiter zulabern. Habt noch einen schönen Tag.